Guten Abend zusammen und willkommen zu einer kleinen Eilmeldung vom Heimweg in Richtung Basislager. Ich dachte, reden wir jetzt gleich drüber, bevor ich dann wieder im Flüsterzimmer sitze und die Klappe halten muss. Da kann ich mich auch hier draußen noch kurz niederlassen und einigermaßen in normaler Lautstärke mit euch reden. Ich habe nämlich gerade eben eine Meldung gelesen bei der Frankfurter Rundschau. Da dachte ich mir, hey, die schauen wir uns nochmal an. Denn offensichtlich hat man nun auch bei der FDP mitbekommen, dass es einen Wahlkampf gibt. Ja, welche Überraschung. In 3 Bundesländern wird gewählt, im nächsten Jahr die Bundestagswahl. Und momentan sieht es für die FDP, die knapp an der 5%-Hürde kratzt, ja gar nicht so rosig aus. Und was tut man dann, wenn die Hampel sich einmal mehr selbst zerlegt, mal wieder kein Haushalt auf die Beine gestellt wurde und absehbar ist, dass die FDP aus einigen Parlamenten kegeln könnte? Ja, richtig, man besinnt sich auf seine liberalen Ursprungswerte und versucht, die in den vergangenen 3 Jahren maßlos enttäuschten Ex-Wähler irgendwie zurückzugewinnen. Und zwar dieses Mal mit einem 5-Punkte-Plan, um die Benachteiligung von Autofahrern wieder rückabzuwickeln. Man ätzt bei den Grünen nun, dass mehr Lobbyismus ja gar nicht mehr ginge. Ist ganz spannend, das ist nämlich eine Aussage vom Geschäftsführer der Umwelthilfe, also Lobbyist pur. Der beklagt sich darüber, dass die FDP Lobbyismus betreibe. Ja, gut, ein bisschen merkwürdig. Nehmen wir einfach mal so hin. Bei den Grünlingen direkt rumort es allerdings auch. Da kam beispielsweise aus Sachsen das leise Mimimi, dass der Plan ein Plan gegen lebenswerte Innenstädte wäre. Was man nämlich auch nicht vergessen darf, ist, dass es zum einen natürlich jetzt Wahlkampf ist. Die FDP also versuchen will, sich wieder ein bisschen auf ihr Profil in Anführungszeichen zu besinnen, bis die Wahl vorbei ist. Hatten ja die letzten 3 Jahre Zeit für in der Hampel. Da kam ja nicht allzu viel von freiheitlichen Werten. Und wer dann meint, dass es nach der nächsten Wahl besser wird, naja, was soll ich euch sagen? Also wohl eher nicht. Das dürfte pure Taktik sein, pure Berechnung nach dem Motto, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen unsere Wähler ansprechen. Aber das Ganze könnte tatsächlich auch einen in Anführungszeichen sinnvollen Nutzen mit sich bringen, unabhängig jetzt von irgendwelchen Wahlkampfspielchen. Denn vielleicht könnte man mit diesem 5-Punkte-Plan, der an sich gar nicht mal so schlecht ist, wenn man nicht ohnehin von vornherein wüsste, dass der mit der FDP nicht kommt, weil die lassen sich eh wieder von jedem Dack kaufen als Steigbügelhalter. Aber der Plan an sich ist gar nicht mal so schlecht, unter anderem zur Wiederbelebung der Innenstädte. Denn die verweisen ja de facto. Gut, ich sitze jetzt hier um 00:30 in der Nacht auf einem leeren Platz. Da kann ich jetzt schlecht über verwaiste Innenstädte reden. Das ist jetzt nicht die richtige Atmosphäre für. Oben am Marktplatz ist nämlich noch einiges los, da bin ich schon vorbeispaziert, kam nämlich jetzt vom Abendprogramm nach Hause. Aber worum es mir geht, ist das Thema, was wir mehr oder weniger fast täglich mittlerweile besprechen. Da ist ja nicht mehr viel los in absurdistanischen Innenstädten. Die Wirtschaft geht vor die Hunde, die Vielfalt in Innenstädten hat sich mittlerweile in irgendwelche Barbershops, Sportwettbüros und Dönerbuten verwandelt. Und außer junger Mann-TM in Kompaniestärke sieht man da auch nicht mehr allzu viel an. Da sagen wir es mal, nennen wir es mal Leuten, die das Leben genießen, ohne sich gegenseitig zu messern. Das ist alles so ein bisschen verwaist und es gibt immer weniger Gründe, warum man die Innenstädte noch aufsuchen sollte. Ist für den letzten lokalen Handel ein Riesenproblem, weil die Kunden ausbleiben. Aber die Kunden sagen sich eben irgendwann auch, naja, wenn man da nicht parken kann, wenn man da drangsaliert wird mit irgendwelchen schwachsinnigen Verkehrsführungsexperimenten. Ja, warum soll man sich den Schnulli dann geben? Was will man denn in dieser Innenstadt noch? Die Attraktivität ist verloren gegangen und die Erreichbarkeit ist in vielen Fällen de facto, naja, kurz vom Mittelpunkt der Erde. Und das möchte die FDP nun ändern. Ja, wie gesagt, Wahlkampf, ne? Aber der Plan an sich ist wirklich sinnvoll. Denn unter anderem steht in diesem 5-Punkte-Plan drinnen, dass sie, gut, jetzt das harmloseste, begleitetes Fahren ab 16 genehmigen wollen oder möglich machen wollen. Aktuell ist es bei 17 Jahren, dass also auch 16-Jährige schon früher unabhängig, in dem Fall ja nicht, aber mobil werden, wenn sie beispielsweise im ländlichen Raum leben, dass sie dann auch, naja, zur nächsten Stadt fahren können oder wo sie eben hinwollen. Das ist der banalste Punkt. Vom gesamten Papier, wo auch die Grünen bisher wenig geätzt haben. Aber weiter geht's mit weniger Verbotswahnsinn. Die FDP macht sich nämlich stark dafür, dass es beispielsweise eine Flatrate fürs Parken geben soll, ähnlich wie das Deutschlandticket fürs Bahnfahren. Soll es auch möglich sein, einen bestimmten Betrag X zu bezahlen und dann deutschlandweit in Innenstädten parken zu können für eine bestimmte Dauer. Das ist eine sinnvolle Sache. Gerade wenn man Berufspendler ist, sicherlich durchaus eine enorme Erleichterung für den einen oder anderen. Da wurde Gift und Galle gespuckt bei den Grünen. Heute, ja, das wäre ja böse und gemein und Lobbyismus und gegen lebenswerte Innenstädte. Liebe Grüne, was ist denn von lebenswerten Innenstädten noch übrig? Wie gesagt, Barbershops, Dönerbuden, Sportwettbüros und junger Mann TM in Kompaniestärke. Was ist denn daran lebenswert?
Und wenn selbst eure eigenen Politfunktionäre bzw. die euch nahestehenden ideologischen Gruppen, wenn die sich dann abends zu bestimmten Plätzen schon nicht mehr hintrauen, na, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ich sitze hier gerade in einem Park. Wäre in Berlin unmöglich. Also, kann man machen, aber Spaß macht es ganz sicher nicht. Hier? Was soll ich euch sagen? Ich bin hier der Einzige. Also es ist mehr so, dass die Leute eher Angst vor mir haben, wenn sie mich hier hocken sehen mit dunklen Klamotten. Aber ist ja gar keiner da, der Angst haben könnte, nicht wahr? Also hier kann man sich, darum geht es mir auch um 0.50 Uhr. Da ist wirklich ernst gemeint, 0.50 Uhr noch aufhalten, ohne Kultur bereichert zu werden. Und das finde ich ist sehr, sehr angenehm. Das ist aber nur einer der Punkte. Weiter soll es künftig nicht mehr möglich sein, irgendwelche Sperrzonen auszurufen, zumindest nicht ohne schlüssiges Gesamtkonzept. Bisher ist es ja so, dass die Grünlinge aus ideologischen Gründen irgendwelche Einbahnstraßen verhängen oder irgendwelche Fußgängerzonen oder riesengroße Radwege, wo keine Sau Fahrrad fährt, haben wir uns in Adlershof ja angeschaut vor einigen Jahren. Also oft aus ideologischen Gründen irgendwas gesperrt wird. Die Klimastraße ist auch so ein schönes Beispiel. Das traurige Straßchen haben wir uns damals ebenfalls angeguckt. Haben sie, ja, Durchgangs, also nicht Durchgangs, aber haben sie eine Verbindungsstraße gesperrt, so ein kleines Ding für die Anwohner, die müssen jetzt außen rumfahren, völlig beknackt, wenn sie da nach Hause kommen. Da haben sie ein paar traurige Bäume in Blumenkübeln hingestellt. Das wäre die Klimastraße. Das würde ja das Klima da abkühlen. In dieser Straße steht eine riesengroße Kirche, die wirft einen halben Tag Schatten auf diese Straße. Und die Bäumchen in den Kübeln, die stehen de facto in diesem Schatten. Da stellt man sich schon die Frage, was habt ihr eigentlich hier raucht? Daneben ist übrigens ein Park, der vor sich hingammelt. Da hätte man die Bäumchen vielleicht vernünftig einpflanzen können, da hätten sie einen sinnvolleren Nutzen gehabt. Und der Park ist wirklich direkt daneben. Hier ist die Klimastraße und an dieser Straße angrenzend ist der runtergewirtschaftete Park. Also wirklich Glückwunsch. Aber man hat sich damals für seine Klimastraße ordentlich rühmen lassen. Und alle, die dort in dem Bereich leben, müssen jetzt so Umweg fahren. Also ist natürlich ganz, ganz doll für Verkehr, Umwelt und was weiß ich nicht alles, wenn man jetzt, naja, außen rumgurken muss, um an den gleichen Punkt zu kommen, wie wenn man einfach geradeaus fahren könnte, die 100 oder 200 Meter. Naja, ist grüne Logik, müssen wir nicht ins Detail gehen. Da kann man nicht unbedingt rational gegen ankommen, weil das ist eben Populismus bzw. ideologischer Wahn. Da muss man schon ein bisschen religiös veranlagt sein, damit das irgendeinen Sinn ergibt. Und das soll künftig ohne schlüssiges Gesamtverkehrskonzept so nicht mehr gehen. Bedeutet, wenn da irgendjemand was sperren will, dann muss er auch vernünftig begründen, wie das denn vom gesamten Verkehr, Autoverkehr, Radverkehr, öffentlicher Personenverkehr und Fußgänger, wird hier als Fußverkehr bezeichnet, finde ich total bescheuert, aber ist wohl eine offizielle Bezeichnung für, dass da für alle eine sinnvolle Lösung gefunden wird, die niemanden benachteiligt aus ideologischen Gründen. Momentan ist es nämlich zumindest in vielen Städten in Absurdistan so, Berlin ist da Spitzenreiter oder einer der Vorreiter, dass Autofahrer massivst benachteiligt werden, bewusst massivst benachteiligt werden, dass irgendwo Findlinge auf Parkplätze geschmissen werden von irgendwelchen Bezirken. Also auch hier findet man so schon kaum was, besonders Anwohner, die abends nach Hause kommen, die kreisen da teilweise 45 Minuten, bis sie Parkplatz kriegen und irgend so Sonderpfosten schmeißt da Findlinge hin. Also jetzt nicht Passant oder sowas, sondern von offizieller politischer Seite. Als Projekt, ne, haben sie da Findlinge auf die Parkplätze geknallt. Oder irgendwelche Holzkästen, wo man sitzen soll. Ja, die Drogendealer oder die Drogensüchtigen haben sich da gemütlich gemacht. Und die Säufer, die haben da ihren Rausch ausgepennt. Aber das, wofür es angekündigt wurde, zum Zusammenkommen, genießen, naja, das war da nicht zu sehen. Und auch solche Spielereien sollen nach diesem 5-Punkte-Plan der FDP nicht mehr machbar sein, zumindest nicht ohne, wie gesagt, vernünftiges Konzept. Klingt nach einer sinnvollen Sache. Weiterhin soll es auch nicht möglich sein, irgendwelche Parkplätze wegzumachen, weil man sie nicht haben will. Wenn da wirklich eine Notwendigkeit besteht eines Umbaus eines bestimmten Straßenzuges oder so, na, Friedrichstraße ist auch noch ein schönes Beispiel, was völlig gaga war. Wenn es da wirklich ein sinnvolles Konzept gibt, dann kann man darüber reden, wie man das umstrukturiert, aber eben nicht aus populistischen Gründen, nicht aus lobbyistischen Gründen. Das muss ganz dringend zurückgenommen werden. Und vielleicht würde das die Innenstadt auch wieder attraktiver machen. Wenn mehr Leute in die Innenstadt kommen, dann siedelt sich vielleicht auch wieder mehr vernünftiges, etwas neuer, breit gefächerteres Gewerbe an. Dann lohnt sich das wieder. Wir haben es in der Friedrichstraße gesehen. Da hieß es ja auch, ja, wenn sie die Straße da sperren, wenn da alle flanieren, dann ist ja gut für den Handel. Ja, die sind alle pleite gegangen, die Händler. Kommt noch jemand da, haben alle dicht gemacht oder sind umgezogen. Jetzt haben sie das Experiment Friedrichstraße ja wieder, haben sie wieder aufgemacht, die Straße, nach ewigem Hin und Her, weil sie selber mitbekommen haben, ja, war ein bisschen scheiße, haben sie es dann doch wieder abgebaut, die Sperrung. Ja, guten Morgen, haben die angeblichen Verschwörungstheoretiker von Anfang an gesagt. Also, alles in allem, jetzt mal so unterm Strich zusammengefasst, vernünftiges Konzept.
So wie man sich das eigentlich vorstellt, sollte selbstverständlich sein, dass man eben die Gesamtsituation anschaut und guckt, wie man für jeden Verkehrsteilnehmer eine vernünftige Lösung findet und eben nicht rein lobbyistisch einseitig. Aber jetzt kommen wir wieder zum springenden Punkt. Wir befinden uns im Wahlkampf. Die FDP ist bewusst mit den Grünlingen in eine Koalition gegangen. Die FDP weiß, wie die Grünlinge lobbyistisch und ideologisch gepolt sind. Und die FDP weiß auch, dass die Grünlinge ganz sicher bei so einem Konzept nicht mitmachen werden, weil das der Religion widerspricht. Heißt also, wenn die FDP die Freiwilligen mit den Grünen koaliert, bimmelt, das ist eins. Wenn die FDP die Freiwilligen mit den Grünlingen koaliert, wenn die jetzt plötzlich kurz vor den Wahlen das Konzept vorlegen, kann man, denke ich, am kleinen Finger abzählen, wie ernst das gemeint ist. Naja, de facto null niente gar nicht, nicht wahr? Ist zumindest mein persönlicher Eindruck, als ich es gelesen habe, was ich sehr, sehr schade finde. Denn wie gesagt, das Konzept an sich, ja, ist überfällig. Wäre sinnvoll. Aber 3 Jahre nach Machtergreifung der Ampel kommt man jetzt plötzlich mit etwas, naja, Inhalten für die Ursprungswähler. Kurz vor 3 Wahlkämpfen oder mitten in 3 Wahlkämpfen. Na, wer das glaubt, der ist wahrscheinlich auf der Wurstsuppe hergeschwommen, nicht wahr? Also, liebe FDP, ist ein schönes Konzept, aber ich kaufe es euch nicht ab. Und ich denke, viele, viele hunderttausend Menschen in diesem Land, die sehen das ganz ähnlich. Aber jetzt lasst euch erstmal nicht ärgern, schlaft gut. Ich flaniere jetzt zum Basislagerchen zurück, ist direkt um die Ecke, ist nicht ganz so weit. Aber jetzt hat die Uhr geläutet, heißt also, jetzt ist der Nachtmodus eingeschaltet. Deswegen sehen wir uns dann nach dem Schlafen wieder. Allerdings wollte ich euch das mit dem FDP-Konzept jetzt nicht vorenthalten, bevor ich ins Bett springe. Deswegen haben wir noch mal ein bisschen schmunzeln können. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es die nächsten Tage so weitergeht, im besten Absurdistan aller Zeiten. Deswegen kommt gut in die neue Woche. Wochenende haben wir ja leider schon wieder hinter uns. Und dann lassen wir auf uns zukommen, was am Montag wieder so ein Irrsinn berichtet wird. Wir haben ja mittlerweile eigentlich schon Montag. Naja, bis dann.